Oh, hey, oh, meine lieben Zauberseelen, willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Sophia in Spirit Waters und ich wirke als Schamanin, Medium, Heilerin, ja, Hilfe und Beratung im Leben, was auch immer man gerade braucht, meistens auch sehr intuitiv und gebe das in den Raum. Ja, was tatsächlich auch irgendwo von der Seele erfasst und gewollt wird und nicht das, was man sich unbedingt von dem Verstand so erhofft. Meine Lieben, und ich glaube auch, das ist das, was wir alle jetzt hier so machen können. Das ist das Juli-Video, also für den Monat Juli, die Vorausschau, die Zeitqualität und vielleicht auch das ein oder andere an die Hand, was wir beachten können. Und ich hatte letzte Woche schon ein Video gesprochen, was aber nicht hochgeladen ist, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat, es hochzuladen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, tatsächlich direkt in den Juli reinzugehen. Aber natürlich sind diese Energien immer noch im Feld und fließen auch mit in den Juli hinein, obwohl ich diesen Juli als so viel lichtvoller und kraft- und machtvoller anerkenne. Im Gegensatz zu dem Juni, der nochmal sehr viel Druck gemacht hat, natürlich als Geschenk und Beschleuniger, dass die anstehenden Veränderungen einen auch wirklich so ein Stück weit antreiben. Körperschmerzen als Transformationshilfe, also dass der Körper mopert, gerade auch so im Knochen, Gelenk, Wirbelsäulenbereich, Kopfbereich. Herzbereich sogar, also dass also auch viele Menschen über Herzschmerzen und Herzstiche geklagt haben, vielleicht auch teilweise noch klagen. Und die Essenz von diesem Video ist einfach wirklich jene, dass es heißt, die Frequenz zu halten, die Energie zu halten und dass es nicht um die äußeren Handlungen geht, sondern um die innere Annahme und das Halten der Energie und den Körper als Gefäß nutzen für die Transformation, also quasi als Transformator. Und gleichzeitig auch noch eben das Wasser nutzen, das natürliche Wasser, also viel, wenn du kannst, in die Natur zum Schwimmen gehen oder in die Nähe von Wasser zumindest mal die Füße reinhalten. Also das war so die Essenz des Videos. Und was immer wieder kam, war auch das Einhorn mit seiner Kraft. Also die Kraft des Dienens, dem zu dienen, was im Einklang mit dem Göttlichen ist und auch einmal in die oberen Welten einzutauchen, zu schauen, was ist es denn, was mich aus der geistigen Welt führt und wie kann ich genau diese Geisteskräfte oder diese lichtvollen Kräfte auch auf die Erde bringen. Mit dem Bewusstsein, dass man nicht alleine ist. Wenn ich das Einhorn erlebt habe während meiner schamanischen Reisen oder während meiner Meditation, ist es oft ein Wesen, das sein wunderbares Horn nimmt und meistens in das Herz der Menschen oder auch manchmal in meins hineinrammt, nicht um irgendjemanden zu verletzen, sondern um diese Herzenskraft zu aktivieren. Und was auch immer du gerade erlebst, wo auch immer du gerade stehst, das Wichtigste ist, deine innere Bereitschaft, Wege zu finden in die neue Kraft. Wenn du das schon hast, dann wird dir der große Geist die Gelegenheiten bieten. Dann wird er dir die Menschen auf den Weg schicken, die dich unterstützen können und er wird dir also auch das Neue zeigen und offenbaren. Vielleicht einmal um die ein oder andere Ecke, aber folge diesen inneren Impulsen, folge deinem Herz. Alles, was aus deinem Herzen herauskommt, ist mit Unschuld und Reinheit, ja und auch mit Mitschöpfertum verbunden. Und das ist die Zeitqualität. Und ich weiß, dass wir hier mit verschiedenen Zeitlinien arbeiten, dass es auf der einen Seite die dunklen Mächte gibt, die dunklen Mächte, die uns immer wieder verführen wollen, wieder in diese alte Energie, in die alte Matrix reinzutauchen. Aber wir sind ja schon längst in 4D. Ja, wir sind im Übergang, manche sind schon in 5D, andere verbleiben in 3D. Und das sind Dichten, das sind Dimensionen und im Grunde genommen Räume, in denen man sich aufhält. Man kann sich das so vorstellen, dass es diese drei Räume gibt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und dass wenn du in dem einen Raum stehst, dass du das wahrnimmst, in dem anderen Raum nimmst du wieder andere Kräfte wahr und in dem nächsten Raum ist es genauso. Das heißt,
deine Welt oder deine Sicht auf die Welt, die Annahme dessen, was dich umgibt, verändert sich durch den Wechsel von Dimension zu Dimension. Wovon ich auch sehr stark träume, ist von dem schwarzen Panther. Das ist mein Krafttier, aber es zeigt ganz deutlich, ja, dass das, wie er gehalten wird, wie er sein Leben erschaffen und kreieren kann, dass diese Räumlichkeit, in der er sich befindet, viel zu eng und viel zu klein ist. Manchmal ist es aber so, dass man sich in Gegebenheiten befindet, die man zunächst einmal nicht so schnell ändern kann. Dann gilt es, das zu akzeptieren und immer wieder Räume zu schaffen, wo zum Beispiel ja, die Kraft ein bisschen Auslauf, ein bisschen Weite erfahren kann, bis zu dem Punkt, wo das Neue, das Größere oder Weitere dann auch schon da ist. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, was mir auch mein Panther gezeigt hat. Ne, nebst dem Einhorn, was immer mitkommt. Also diese beiden Kräfte wirken mit und nebeneinander. Und auf eine ganz bestimmte Weise sagen sie auch, egal was ist, und ich sehe mich nicht als Einzelwesen, sondern ich sehe mich als Teil des Gesamten, als Teil des großen Lichtgitternetzes. Also heißt es, dass auch du beschützt bist. Ja? Der Panther schenkt dir Schutz, das Einhorn schenkt dir Schutz. Und beide schenken sie dir die Kräfte, die du brauchst, einmal im Himmlisch, geistigen und einmal im irdisch-materiellen, sodass das miteinander verbunden werden kann. Und ja, die Zeitqualität ist, wir bringen den Himmel auf die Erde. Und jetzt werde ich mich ein bisschen um die Karten kümmern und einmal schon mal mischen. Dafür pausiere ich, damit du keine Zeit verlierst. So, meine Lieben, es ist fast zu Ende gemischt, aber ich wollte euch doch bei dem letzten Mischer noch mit reinnehmen. Ich öffne jetzt die Schicksalskarten und sehe, dass im Moment auch ein, trotz der vielen Sonnenenergie und der vielen Sonnenkraft, ein innerer Schmerz da ist. Hier liegen kleine und große Tränen. Diese Tränen sind auch so etwas wie ein innerer Kompass. Das ist so etwas wie ein Schutz, der dich bewahrt, also dich weiter in, also diesen Schmerz nach innen zu nehmen und ihn sich innen manifestieren zu lassen, zum Beispiel auch als Wut oder Zorn oder als Kampfkraft, ja. Es zeigt dir, dass es dort noch etwas gibt, vielleicht auch aus alten Leben, weil die jetzt im Moment auch überlappen. Man bekommt immer wieder so Impulse oder irgendwelche Dinge präsentiert, die man sich gerade nicht erklären kann, die aber aus alten Leben herrühren und jetzt gesehen und transformiert und geheilt worden werden, wollen werden. Hier zum Beispiel ein kleines Beispiel. Das, es ist gerade im Feld so eine Form von Hexenjagd, von Verfolgung oder eben halt von Vertreibung. Um das auch zu verdeutlichen, nicht so kryptisch zu halten, werden viele Menschen, die schon lange an vielen Orten als Pioniere gearbeitet haben, sich Zentren oder spirituelle Räumlichkeiten aufgebaut haben, werden von diesen Orten vertrieben. Man könnte das jetzt als schlimm ansehen, aber möglicherweise ist es genau der Antrieb zu sagen, okay, ich schaue mir das an, ich schaue in alte Leben rein, wo ist mir das widerfahren mit meiner spirituellen Kraft, dass ich vertrieben, verjagt oder vielleicht sogar getötet wurde. Und wenn das jetzt so ist, dass du auch an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel aus deiner Heimat vertrieben wirst oder von deiner Arbeit vertrieben wirst, von deinem Berufungsfeld und so weiter und so fort oder aus bestimmten Vereinigungen, Verbindungen, dann wisse, dass das ein Geschenk ist. Es geschieht dir nicht, es geschieht für dich und du wirst, genau wie der Panther mir heute Nacht gezeigt hat, dazu aufgefordert, diesen kleinen Raum, in dem du dich jetzt noch befindest, das ist ja schon mehr wie so ein Gefängnis, das ist Living in the Box, dass du dich aus diesem kleinen Raum hervorhebst und in einen größeren gehst. Und das Loslassen, ja, und Annehmen dessen, was ist, kann schmerzvoll sein. Mir ist das auch passiert und ich glaube, ich habe 2 Tage auch immer wieder mal geweint und habe also meinen Gefühlen, meinen Emotionen da auch freien Raum gegeben. Es war kein leidvolles Weinen, aber es war ein befreiendes Weinen. Also auch ich muss meine Räume hier verlassen und in größere Räume. Ich muss irgendwo, oder ich darf, ja, irgendwo neu Fuß fassen.
Das heißt, ich suche ein Haus zum Leben und zum Arbeiten mit wundervoller Natur drumherum. Vielleicht auch in Gemeinschaft. So, jetzt lasst uns aber doch mal weitergehen hier mit diesen Dingen. Wir werden aufgefordert, wir werden quasi auch in die neue Kraft hineingedrückt, wie bei einer Geburt. Ja? Da hat man dann auch schon mal Presswehen und die kann wunderbar verlaufen, wenn wir die Widerstände auflösen, wenn wir den Ärger loslassen, ja, der uns da vielleicht kommt, weil jemand dafür Sorge trägt, dass wir in diese Drucksituation hineingeraten, welche das auch immer ist. Aber es ist tatsächlich für dich, für uns und ja, loslassen fällt eigentlich der Seele niemals schwer. Und wenn du spürst, dass du Probleme hast mit Loslassen von Partnerschaft, Arbeit, Freundschaft, Haus, was auch immer, dann werde wach, werde aufmerksam, lass dieses Einhorn kommen, dein Herz öffnen, denn dieser Widerstand, der kommt nicht aus dem Herzen. Der Widerstand kommt aus dem Ego, aus dem Controlletti, aus dem Bereich, der Angst hat, dass es vielleicht nicht mehr so überschaubar ist, weil man nicht weiß, hey, wo geht denn meine Reise dahin? Wo geht meine Reise hin und wie wird meine Zukunft sein? Das Alte, da sind begründete Sorgen, das kann so nicht weitergehen und es wird dir deinen Spirit, deinen Geist rauben. Also ist es so, dass wenn du dich fortbewegst und an die neue Stelle kommst und einfach dich darauf vorbereitest, aus welcher Perspektive auch immer, ja, dann wird es für dich einfacher sein und die Geburt wird fließen. Vielleicht tut das ein oder andere ein bisschen weh, aber das Ergebnis ist die große, große Freude. Und was es dazu braucht, und das ist hier gerade sehr besonders, auch nochmal bei den Karten, die ich schon auslege, ja, ist, dass du dich erdest, dass du gerne hier bist, dass du in deinen Körper kommst, dass du deine Situation annimmst, dass du die Gefühle, Emotionen, aber auch die äußeren sowie inneren Umstände komplett annimmst, dich an deinen inneren Kompass anbindest, sprich an deine Herzenskraft. Auch wenn du nicht weißt, wie es geht, sag, ich bin bereit, neue Wege zu finden, dann wird der große Geist sie dir offenbaren. Du liegst nämlich hier oder wir liegen hier nicht auf der Erde, wir liegen in den Schicksalskarten. Das heißt, da gibt es momentan immer noch das Gefühl, dass das Leben und das Drumherum und das andere über dich bestimmen. Ja, das Fremdenergien, vielleicht auch das Patriarchat, vielleicht andere Autoritäten oder aber auch deine Glaubenssätze. Deine Eltern, deine Großeltern, die Ahnen, die es immer so und so und so erlebt haben, also sprich auch nochmal alte Leben, ja, und du für dich immer noch nicht das Neue geboren hast, weil du dich nicht in diese Welt hineingeboren hast. Du musst aber da sein, damit du auch etwas unternehmen kannst. Wenn du in den Rückzug gehst, was ich total verstehe, wenn es schwierig ist, dass man sich zurückzieht, sich in seiner kleinen Höhle erstmal das Fell und die Wunden lecken möchte, aber das bringt nichts. Es ist wichtig, dem Raum zu schenken, zu sagen, okay, meiner Trauer gebe ich freien Raum, aber ich stehe auch wieder auf, ihr kennt das doch. Ne? Wir alle sind das gewöhnt, aufzustehen, Krönchen gerade rücken und weitergehen. Und deshalb hier ganz hingehen. Es gibt ja auch noch etwas weiteres. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist sicher, du bist beschützt und du bist behütet. Das Leben wartet auf dich. Also steig in dieses Leben hinein. Schau dir die Situation und die Dinge an, wo du gerade bist und lass all das los, was dir nicht mehr dient. Was dein Leben eher dunkler, schwieriger, beschwerlich oder vielleicht auch nicht lebenswert macht. Es ist Zeit für Freude, es ist Zeit für Liebe. Der innere Kompass, ja, ist der, der dich führt und das ist dieser liebende Teil, dieser lichtvolle Teil, der mit dem tiefsten, tiefsten Frieden resoniert. Und es sind auch Wesenheiten, geistige Wesen, unsere Star Nations, die Starseeds, also die Sternengeschwister, die zu uns sprechen über unser Herz. Und die kennen den Weg. Die kennen den Weg und erinnern uns daran. Es sind Teile von unserer Seelenfamilie, ja, die sich auch aufgespalten hat, um genau in diesem Moment miteinander zu kooperieren. Der Juli sieht
so viel besser aus, obwohl er immer noch wirklich etwas in sich trägt, wo ich sage, wow, ja, da gibt es noch etwas zu tun. Also er beginnt noch ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich die Hitze, das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, dass die Hitze schon sehr intensiv werden wird, wenn sie dann kommt. Und dass wir uns auch darauf vorbereiten können. Auch das ist, ja, es wird heiß und eng. Und ja, und das hilft uns eben mehr, das loszulassen. Ja, und wieder in dieses klare, reine Wasser zu kommen, in das wir reingehören. Partnerschaftlich sind auch Strukturen, die hier verändert werden wollen. Also das liegt hier. Vielleicht kommt auch was Neues hinzu. Ja, also dass neue Projekte da sind, die dann erstmal vielleicht ein wenig schwierig sind, aber das Haus ist stabil. Die Neugeburt ist klar, das neue Leben kommt. Ich bin übrigens auch wieder Großmama geworden. Mein dritter Enkel ist nun da und sein Name heißt übersetzt geboren, um glücklich zu sein. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Ehre habe, also bei den Geburten meiner Kinder, meiner Enkelkinder, meiner Enkelsöhne wirklich Teil zu sein. Und dass wir das zu Hause machen. Auch das, ja, sind diese Impulse, dass wir nicht mehr in die Krankenhäuser gehen, weil wir ja nicht krank sind. Wir sind schöpferische Wesen, ja, das ist also wirklich eine göttliche Kraft, die da durch uns fließt. Das heißt, wir sind so gesund auch in unserem So-Sein, ja, dass wir unsere Kinder wieder auf natürliche Weise ins Leben heben. So, also da bin ich so glücklich, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin und wie schön das ist. Und ich glaube, dass auch, naja, über den ganzen Raum unseres So-Seins überall auch dieses Glück gleichzeitig mitverteilt ist. Und das ist auch, ne, lasst uns unsere Kraft auf das Neue richten, ausrichten. Es wird hier auch in den Karten sehr deutlich gesagt, ja, dass wir dem Alten nicht mehr diese Energie schenken und darauf einsteigen. Ja, es kann sein, dass es drückt. Was dich an das Alte fesselt, nochmal, ist der Widerstand. Gib den Widerstand auf, akzeptier, wie es ist und gib deine Kraft in das Neue. Von mir aus pack Kisten oder such die neue Arbeit oder plane deinen Podcast oder deinen Kurs, vielleicht auch deinen Umzug, die neue Liebe, das neue Leben. Also wofür lebst du, wofür bist du gekommen? Es ist jetzt wichtiger denn je, da diesen inneren Kompass, das Herz und der inneren Führung so vollkommen zu vertrauen, und dafür zu gehen. Und ja, 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 es birgt ein Risiko. Es birgt ein Risiko. Du kannst das Alte verlieren. Aber was gibt es Besseres? Das Alte wird oft festgehalten, weil es so vertraut scheint. Man weiß, damit umzugehen. Man weiß, in welchen Situationen man wie, wo handeln kann. Und bei dem Neuen, ja, ist man noch so ganz unbedarft. Aber ganz ehrlich, ist es nicht langweilig, immer ein und denselben Trott zu gehen? Ich habe mich mit vielen spirituellen Lehrern und Menschen unterhalten. Denen geht es genauso. Also mir geht es auch so, dass ich manchmal müde bin dessen, auf die alte Art und Weise die Dinge eben halt beizubehalten. Und deshalb ist es so schön, auch in neue Räume einzutauchen. Ich bin im Moment auch in den verschiedensten Räumen eingeladen, um dort meine Arbeit zu tun. Und auch das ist ein Feld, wo ich sage, ja, das ist das Feld des Gemeinschaftlichen, gemeinsam etwas machen, sich einlassen. Als die Pioniere sind wir Einzelgänger gewesen, Einzelkämpfer, wie mein Panther, ja, alleine gelaufen, immer alles geregelt und alles geklärt und alles gemacht. Und möglicherweise geht es dir genauso, dass du es gewöhnt bist. Ich muss alles alleine tun. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Es war vielleicht so. Aber das, was jetzt kommt, ist anders. Ja, da begegnen dir plötzlich Menschen, die dich einladen und sagen, hey, ne, komm, lass uns was machen. Und du spürst einfach, die Verbindung ist so schön, dass du dich traust. Das sind so die Dinge des Lebens. Also lasst uns mal weiter gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Am Anfang des Monats begründete Sorgen, Ängste und Zweifel, emotionale Tiefs, Wut, Ärger, Zorn, Urteile, also wirklich ein Tiefgang. Und das hatte ich auch schon mal beschrieben. Es ist gerade so, dass man ganz nach unten gedrückt
gedrückt wird, um den entsprechenden Anlauf zu haben, um die nächste Stufe zu ersteigen. Und das ist schon Anfang des Monats so. Dann tobt das Ego. Das Ego tobt hier und sagt, nö, mit dem Loslassen, ich lasse mich doch hier nicht zwingen, von irgendjemand irgendwas loszulassen. Ich habe so lange dafür gearbeitet und habe das gemacht, habe alles da rein investiert und jetzt soll ich das loslassen oder mit anderen teilen. Ja, 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 genau so, genau so. Also es geht jetzt darum, mehr Freude, mehr Gleichgewicht zu schaffen, mehr Ausgleich zu schaffen. Und dann kommt das, die Fülle steht vor der Tür. Wenn du das Alte, was du vielleicht schon sehr, sehr lange, weil hier ist die Pik 10, das ist dieser lange Weg, die lange Reise, immer noch irgendwie so, als vielleicht auch innerlich, wo du gesagt hast, ich muss den Raum überblicken, das war dein Ego und ich muss gucken, wie es läuft und ich gebe den Ton an, dass du das loslässt. Und das ist nicht einfach, ja, weil es dir ja diesen Überblick verschafft hat. Aber es hilft jetzt nichts mehr, es dient nicht mehr. Dann lässt du vielleicht auch viel erschafftes Materielles los, aber es geht gar nicht mehr um die Materie. Es geht um die Liebe. Es geht um das Leben selbst und es geht um die Freude und um die Leichtigkeit und den Himmel auf Erden zu erleben. Und Geld macht nicht glücklich. Und auch dieses Alleinsein macht nicht glücklich. Es macht einsam. Es macht wirklich, wirklich einsam. Und jetzt öffne dich dafür, dass die Menschen in dein Leben kommen, die genauso fühlen auf vielerlei Ebenen wie du, natürlich auch nochmal individuell sind. Ja, unteilbar und dennoch auch anders. Also das, ja, und das ist okay. Wir dürfen anders sein. Das ist unsere Natur. 1, 2, 3, 4, 5. Also das Göttliche hat nicht solch eine Vielfalt geschaffen, damit wir alle einheitlich sind. Das sehen wir bei der Pflanzenwelt. Also warum sollte es bei der Menschen- oder Tierwelt anders sein? Das Ego kommt hier hoch und es macht viel Krach. Es macht viel Krach. Und das ist so. Es könnte sein, dass du dich zum Handeln gezwungen fühlst. Ja, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt was machen, ich muss das jetzt in den Griff kriegen, ich muss das jetzt klären, ich muss jetzt hier für mich sorgen, dass ich nicht untergehe. Nein, geh unter. Geh unter, lass los, lass das Ego los, lass es mopern, machen und tun. Komm in die Stille und lausche deinem Herzen. Was willst du denn wirklich? Willst du wirklich immer so weitermachen wie bisher? Oder hast du da einen größeren Traum, einen magischen Traum, eine Vision in dir? 2, 4, 5. Freude erwartet dich. In dem Moment, wo du sagst, okay, ich bin einverstanden. Ich lasse alles zusammenbrechen und ich traue mich. Ja, kommt wieder Freude und Lebendigkeit in dein Leben. Und darum geht es ja auch. Wir haben verlernt, wirklich gut zu leben. 1, 2, 3, 4, 5. Die Partnerschaft. Auch da geht einiges auseinander, da verändert sich einiges. Es kann nicht mehr sein, dass einer eben halt groß ist und der andere so klein ist. Hier liegt so, als wenn die weibliche Kraft sich in der Vergangenheit immer sehr klein gemacht hat, sich auch den sexuellen Bedürfnissen unterworfen hat. Und jetzt ist es so, dass eine neue Form der Sexualität geboren werden will. Eine Form, ja, es ist eine tantrische Form, es ist wirklich eine heilige Kraft, wo auch beide von profitieren. Also der Mann wird dann auch nicht mehr so hungrig sein wie vorher oder die männliche Kraft, sondern erfüllt werden von dem, was wahrhaft möglich ist. Das ist eigentlich das Streben immer gewesen, aber das große Vergessen, was es wirklich bedeutet, heilige Sexualität, heilige Liebe zu leben, das ist verloren gegangen. Und das taucht auch hier gerade wieder auf. Ja? Es kommen innere Nachrichten und sagen, hey, das stimmt was nicht. Nein, ich fühle mich gerade aber gar nicht so offen dafür. Und ich fühle mich gewarnt, es tut mir nicht gut. Lass uns einen neuen Weg finden. Und auch das wird getan. Es sind Übergänge, in denen wir sind. 2, 4, 5. Es ist ein guter Weg. Das Haus ist stabil. Also da ist im Juli jetzt keine Bewegung drin. Ja, auch wenn das Neue schon irgendwie da ist. Also du hast Zeit. Beruhige dich. Du hast Zeit. Es wird alles gut werden. Zwischenmenschliche Begegnungen, Freundschaften. Mach dir keine Gedanken, die Freundschaften werden dir geschickt, die neuen Menschen werden dir geschickt, damit du diese Liebe in der Verbindung auch mit den Frauen, also ich sag mal dieser weibliche Kreis, dass Frauen wieder eins werden und nicht miteinander konkurrieren. Das ist diese Ego
Geschichte da, wo es um Macht und Konkurrenz und, wie sagt man, auch Ohnmacht und Ängste geht, Flucht, Kampf. Nein, jetzt geht es ums Herz. Und es könnte sein, dass hier diese kreisenden Gedanken, ob das, was du tust oder was du bist, ob das wirklich göttlich orchestriert ist, weil die Umstände ja auch Kummer oder Bekümmernisse mit sich bringen. So ist das gerade im Moment. Ja, auch das gilt es anzunehmen. Man darf ruhig traurig sein. Und Trauer, warum haben wir Trauer? Es gibt doch auch diese Trauer. Letzten Endes wird sie auch vom Ego geführt, weil wir so getrennt waren vom Göttlichen, dass wir nicht verstanden haben, dass es kein Tod, dass es kein wirkliches Ende von etwas gibt. Es gibt nur einen Kreislauf, ja, in dem es sich immer wieder wandelt und verändert. Das ist wahres und pures Leben. So, jetzt nehme ich die Schicksalskarten, in denen auch die Hauptperson, also du liegst, ob männlich oder weiblich, spielt hier keine Rolle. Ich mache eine kollektive Legung, in der ich die gemeinschaftliche Energie wahrnehme. So, und wenn ich von männlich und weiblich spreche, dann spreche ich von den Energien, nicht von Mann und Frau, ja, sondern von genau diesen Kräften. Ich verteile mal die Karten, die Schicksalskarten und bin ganz gespannt, wo wir landen. Also, dieser Ärger, Verdruss, die begründeten Sorgen, Zorn, Wut, Urteil, emotionale Herausforderungen sind göttlich orchestriert. Also das Göttliche schickt diese Welle in die Menschenfamilie, in die Seelenfamilie, damit es endlich von unten nach oben gespült wird und abgetragen werden kann. Also es geschieht dir nicht, es geschieht für dich, weil der große Geist, das große Glück ist auf die begründeten Sorgen, auf die Ängste, die Zweifel, die emotionale, dieses emotional wirklich herausfordernde Gefallen. Also wenn es denn dann so bei dir ist, dass die Post abgeht, ja, dann wisse, dass das Post vom großen Geist ist und dass auch wenn es nicht so aussieht, es nur das Allerbeste für dich will. Ja, es sind Ahnenthemen, die hochkommen und auch die, ich sag mal, die Frauen, die vor uns waren, ja, oder die weibliche Kraft in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten, ja, da hat sie einfach zu viel gegeben. Immer nur gegeben, gegeben, gegeben und sich selbst herausgefordert, zu viel Männlichkeit gelebt. Und jetzt ist es so, dass wir müde und erschöpft sind von diesem vielen Machen, Tun, Halten, Vorbereiten, Pioniersarbeiten, also auch die gerade spirituell unterwegs sind, dass so eine Art Müdigkeit, eine Erschöpfung, ja, da war und auch immer noch in manchen Zellen sitzt. Und das ist genau das, wo uns zeigt, es braucht jetzt wirklich die Phase der Erholung, der Ruhe, der Regeneration und der Neuschöpfung. Bereite dich also vor auf den Geburtsprozess, in dem du mittendrin bist. Du musst einfach dazwischen auch ausruhen und diese Momente nutzen, ja, wenn dein Körper dir sagt, hey, halt, das ist zu viel gerade. Leg dich hin, ja, oder geh in die Natur, mach etwas, wo du sagst, was dir keine Mühe bereitet, ja, damit du diesen Loslassprozess, diesen Erneuerungsprozess auch gut durchstehst. Ja, der Wandel bringt hier auch nochmal kreisende Gedanken mit sich, auch materiell, finanziell sind hier so ein paar Dinge fraglich, wo du sagst, oh, wie wird das sein mit dem materiellen, finanziellen? Werde ich mich versorgen können? Wie werde ich mich versorgen können? Wie soll das funktionieren? Ja, vielleicht wird es etwas weniger, aber dafür immer noch reichhaltig und genug. Also du wirst schon deinen Weg finden, auch beruflich, beruflicher Natur. Ja, wenn du sagst, hey, ich bin meinen Jobs satt, ich habe keine Lust mehr, 40 Stunden zu arbeiten, ich brauche einfach mehr Raum. Es wird dir gelingen, diesen Raum, den du freigibst, indem du deine Stunden runterstufst oder vielleicht den Job ganz aufhörst, ja, das wird dir die Gelegenheit geben, das zu tun, was dein Herz nährt. Und dann brauchst du auch gar nicht mehr so viel Geld, ja, weil du ja schon genährt bist. Du brauchst deinen Hunger dann nicht mehr mit Äußerlichkeiten zu stillen und hier ein Seminar zu besuchen, da Klamotten zu kaufen, da in Urlaub zu fahren, da dies oder jenes zu machen.
Also das ist sehr spannend, wie sich das hier zeigt. Und du bist auf dem richtigen Weg. Auch die Partnerschaft ist auf dem richtigen Weg. Partnerschaftlich lösen sich hier auch karmische Themen, ja, so dass du auch wieder voll in deiner weiblich fühlenden, empathischen, vertrauenden Kraft bist und deiner eigenen inneren Stimme, deinem inneren Kompass trauen kannst. Du bist Botschafter, Botschafterin. Also, durch die Lautstärke, durch die emotionale Aufwühlung und das emotionale Aufwühlen kann es sein, dass du das Gefühl hast, die Botschaft nicht zu verstehen, nicht zu hören. Du hörst noch, du lauschst noch mit der alten Kraft, mit dem alten Denken. Hier, sei neugierig. Lass alles los, was du glaubst, was du weißt oder was du zu wissen glaubst. Lass das los, weil damit blockierst du quasi den Fluss der geistigen Welt, der neuen Schöpfung zu lauschen. Ja, du fällst hier auf das Lauschen, kommst zur Ruhe, werde still und höre einmal in das Innern. Wenn, ich sage mal, weißt du, wenn sowieso nichts mehr da ist, wenn alles weggefallen ist, was würdest du tun, wenn du nicht daran hängst oder nicht das müsstest und glaubst, das tun zu müssen und so weiter und so fort. Wenn du könntest, wie du wolltest, was würdest du wirklich tun? Und da lausche mal hin. Nicht, weil man dir sagt, das ist cool oder weil andere das machen, ja, weil sie jetzt auswandern oder dies oder jenes tun, sondern was würdest du tun, wenn du mal frei von allem bist, von allen Einflüssen, von allem, was man dir gesagt hat, was gut, cool, nett, fein, großartig oder sonst was ist? Es kann ganz einfach sein. Die Einfachheit ist das, was die Seele glücklich macht, zufrieden macht. Du brauchst keinen Fuhrpark, um glücklich zu sein. Es reicht doch, wenn du mit deinem Boot auf den See fährst und den Fisch fängst, ja, den du für den Tag heute brauchst. Dann wird dir der große Geist am nächsten Tag den Fisch bringen, den du brauchst, oder die Beeren. So wird es sein. Darum geht es jetzt hier. Die große Liebe wartet auf dich. Die große Liebe wartet auf dich, ja. Aber diese Traurigkeit ist trotzdem da. Und es ist nicht, vielleicht ist es nicht die Große oder der Große, der hier traurig ist, sondern es ist das Kind in dir. Das ist das unschuldig reine Kind. Da sind wir wieder beim Einhorn, ja? Bei dieser Seele, die so rein und voller Zuversicht und Hoffnung in diese Welt hineintaucht, ja, und sein möchte. Dann sind wir genau dort. Dann sind wir genau dort, meine Lieben. Und da gibt es noch diese Trauer. Also schau nach diesem Kind, was dieses Kind möchte, und lass dir nicht von der Erwachsenen oder dem Erwachsenen deiner selbst sagen. Oder auch natürlich von den Stimmen um dich herum, vielleicht die Familie, ja, die da sagt, aber du musst doch so und so und so. Und das macht man doch und das macht man nicht. Das geht nicht. Vergiss es. Lass dieses kleine, abenteuerlustige Wesen in dir wach werden. Lass es heilen. Nimm es an deine Brust. Nähr es mit deiner Milch, in der alles drin ist, was es braucht. Ja, und das, die Milch fließt nur, wenn du Ruhe hast. Wenn du keine Ruhe hast, ja, und wenn du nicht sein kannst so einfach mit dir, dann könnte es sein, dass du eben halt nicht genug verspürst. So, meine Schätze, ich danke euch fürs Lauschen. Teilt dieses Video gerne. Das hilft mir ein bisschen. Eure Kommentare helfen mir. Ich danke all jenen, die mich auch materiell unterstützen. Ich danke den großzügigen Spenden, die zu mir kommen für diese Videos. Also das freut mich von Herzen sehr gerne. Gebt mir einen Daumen hoch. Auch das hilft. Das macht dieses Video sichtbarer. Und je mehr es aufgerufen wird, umso mehr dient es auch mir und natürlich auch dem großen Ganzen. Vielleicht kennst du ja jemanden, wo du sagst, wow, das sollte er oder sie wirklich gerade hören. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aho.